Der Kindergarten in Himberg in der Anton-Dreher-Gasse bekommt einen beachtlichen Zubau. Wir waren bei der gleichen Feier dabei. Das kleine Bäumchen auf dem Dach des neuen Kindergartenzubaus verrät, dass der Rohbau fertiggestellt worden ist. Grund genug, eine Dachgleiche zu feiern. Bürgermeister Ernst Wendel freut sich über den Baufortschritt. Wir haben hier die 5. Kindergartengruppe, die heute die Gleichenfeier für die 5. Gruppe. Es sind hier am Standort im September, werden hier 92 Kinder sein, von 2,5 bis zum Schulalter. Wir haben hier die ganz Kleinen, ab 2,5 können sie in den Kindergarten gehen. Und es ist die 14. Kindergartengruppe für Himberg, Velm und Bellendorf. Und wir richten heuer noch die 15. in Velm. Also wir sind eine sehr, sehr kinderfreundliche Gemeinde. Und es ist uns wichtig, dass jedes Kind, das es benötigt, auch einen Kindergartenplatz bekommt. Und wir sind hier auf Stand der Technik. Wir wollen einen ganz modernen Kindergarten bieten, wo man der Blick ins Freie ist, wo sich die Kinder auch entsprechend wohlfühlen, aber auch die Betreuerinnen und Betreuer. Und das ist wichtig. Ich glaube, wenn sich die Menschen wohlfühlen, dann geht es auch unseren Kindern gut. Und auf das schauen wir natürlich seitens der Gemeinde. Ganz besonders bedanken möchte ich mich natürlich auch bei der Baufirma, bei den ausführenden Firmen, bei den Herrn Architekten, wirklich eine schöne Planung. Es hat alles bestens funktioniert. Ich habe keine einzige Beschwerde auf die Gemeinde bekommen und das ist im Baugeschehen nicht alltäglich. Da gibt es ja doch immer oft Beschwerden und das zeichnet auch die Firmen, die Zusammenarbeit aus, was hier geschehen ist. Und dafür vielen herzlichen Dank an die Baufirma, an den Architekten, an die Bauaufsicht, aber auch an meine Kollegen vom Bauamt in der Gemeinde, dass diese Arbeit so friktionsfrei und so reibungslos hier über die Bühne gegangen ist. In der Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Himberg, die sehr, sehr gut funktioniert, war uns gemeinsam mit dem Team des Kindergartens eine ökologische Planung sehr wichtig. Das ganze Objekt wird in Ziegelmassivbauweise ausgeführt. Das bedeutet, wir haben sehr gute Speichermassen, die sich klimaregulierend auswirken. Das Ganze ist ein Niedrigenergiegebäude. Also sehr wenig Heizkosten und diese wenigen Heizkosten, die übernimmt eine Wärmepumpenanlage, die kombiniert mit einer Photovoltaikanlage wirkt. Ja, das ganze Objekt ist zusätzlich barrierefrei gestaltet. Es gibt eine schöne Außentreppe, über die man vom Obergeschoss schön gleich direkt in den Garten gelangt. Wichtig waren uns bei der Planung auch noch schöne große Fensterelemente, dass die Kinder einen direkten Bezug zum Garten haben. Die werden als Sitzfenster ausgeführt und das spiegelt sich dann im architektonischen Erscheinungsbild wieder. Mit welchen Kosten kalkuliert die Gemeinde? Ja, wir haben hier 1,2 Millionen Bruttokosten für diesen Zubau, 200.000 Kosten hier noch die Kinderkrippe, sind bei 1,4 Millionen und etwa 600.000, 650.000 in Velm sind wir über 2 Millionen, die wir trotz Corona, trotz Krisenzeit heuer in die Kinderbetreuung investieren und ich glaube, das ist beachtlich und das zeichnet auch unsere Gemeinde aus. Ja, es ist ja wunderschön, dass bei uns die Leute so gerne wohnen und wohnen bleiben, dass wir die Kinderbetreuung immer wieder ausbauen müssen. Wir sind sehr stolz auf unsere Kinderbetreuung, von der Kinderkrippe bis über den Kindergarten zur Schule und zum polytechnischen Lehrgang und zum Hort können wir ja sehr viel anbieten und das schon seit Jahren. Und dass das auch so bleibt, ist jetzt dieser Zubau gemacht worden, neben dem Zubau auch in Velm. Es ist uns ein wichtiges Anliegen und auch ein sehr großes Thema, dass wirklich jedes Kind im Grunde in Himberg auch einen Kinderbetreuungsplatz hat. Und somit ist der Zubau jetzt quasi schon fast fertig werden, sagen wir mal. Im Grunde haben wir heute die gleichen Feier und er entsteht gerade, was mich natürlich sehr freut, weil gerade das Thema Kinderbetreuung ist ein sehr wichtiges. Super, danke.